Hallo, ihr wunderbaren Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Ich weise wieder darauf hin, dass diese Deutung eher auf den Aszendenten zutrifft als auf das Sonnenzeichen. Deshalb schlage ich vor, dass ihr euch einfach beide Videos anschaut. Die Sonne ist bei dir jetzt bis zum 22. September in der Jungfrau im fünften Haus. Die Schwerpunkte sind hier dein Selbstausdruck, Kreativität, Romanzen und Kinder. Du bist jetzt in der Lage, dein wahres Wesen zu zeigen und auszudrücken. Dies ist eine wunderbare Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung. Dies kannst du hervorragend durch kreativen Ausdruck oder durch künstlerische Tätigkeiten fördern. Das fünfte Haus ist auch das Haus der Romantik und somit kann es hier zu Affären und einem abenteuerlichen Sexualleben kommen. Es wird auf jeden Fall viel Spaß machen und dich in deinem Selbstwert stärken. Zu guter Letzt wird dieses Haus auch mit Kindern in Verbindung gebracht. Es ist möglich, dass nun ein neues Familienmitglied in dein Leben kommt oder aber, dass deine Kinder in diesem Monat besonders viel Aufmerksamkeit einfordern. Wenn die Sonne dann ab dem 23. September in die Waage geht und somit in dein sechstes Haus, geht es um die Themen Arbeit, Alltag und Gesundheit. Aber dazu werde ich mehr im Oktober-Video sagen. Merkur wird am 10. September im Zeichen Waage rückläufig und geht dann ab dem 23. September in das Zeichen Jungfrau und bleibt auch dort bis zum 2. Oktober noch rückläufig. Bei dir ist Merkur im sechsten Haus. Er wandert dann ab dem 23. September zurück in die Jungfrau und damit in dein fünftes Haus. Mit Merkur im sechsten Haus wirst du zu Erkenntnissen kommen, insbesondere was deine Gesundheit betrifft. Es ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um positive Entscheidungen im Bereich der Ernährung, deiner Bewegung und deinem Stresslevel zu treffen. Hier kannst du wirklich viel Gutes erreichen und dein Allgemeinbefinden verbessern. Allerdings kannst du durch die Rückläufigkeit von Merkur zu viel über deine Gesundheit nachdenken und dann ins Grübeln kommen. Dies kann dann zu Sorgen um deine Gesundheit führen, die aber meistens total unbegründet sind. Auch auf der Arbeit oder allgemein in deinem Alltag kann es nun zu mehr Detailarbeit kommen. Du könntest jetzt zum Beispiel den Papierkram erledigen, den du schon lange vor dich her schiebst. Aber du wirst jetzt vielleicht auch etwas kritischer mit Kollegen umgehen, weil dein Verstand im Moment einfach sehr analytisch arbeitet und da kann nun mal nicht jeder mithalten. Dadurch kann es natürlich zu Spannungen kommen, mit denen du aber sehr gut umgehen kannst. Und dann am Ende des Monats, wenn Merkur in deinem fünften Haus ist, könntest du dich gut mit kreativem Schreiben beschäftigen oder einfach mit allem, was deine Kreativität fördert. Du hast jetzt die Fähigkeit, deinen Selbstausdruck zu stärken. Schmiede Pläne für neue Hobbys. Das wäre die größte Freude und das bringt dir viel Spaß. Dann geht Venus am 4. September in die Jungfrau und damit in dein fünftes Haus. Das ist eine wirklich schöne Stellung für dein Liebesleben. Es ist jetzt möglich, dass du eine Liebesbeziehung eingehst oder einfach sehr viel flirtest. Daraus muss nicht immer eine Beziehung entstehen. Der Spaß steht hier mehr im Vordergrund. Auch kannst du dich jetzt sehr charmant ausdrücken und das fördert dann natürlich dein Selbstvertrauen. Und wenn du Kinder hast, wird deine Beziehung zu ihnen harmonischer und viel, viel herzlicher. Dann haben wir Mars, der steht bei dir im zweiten Haus. Da Mars dort 7 Monate bleibt, habe ich dazu ein eigenes Video gemacht. Also bitte schau dir das Mars-Video an, welches ich in der Beschreibung verlinkt habe. Dann ist noch Uranus seit dem 24. August rückläufig und bleibt es auch bis zum 22. Januar. Im Moment ist Uranus in deinem ersten Haus. Es geht hier um Selbstwahrnehmung und Selbstverwirklichung. Mit Uranus kann es hier zu positiven wie auch negativen Überraschungen kommen. Da Uranus unvorhersehbar ist, kannst du da leider nicht vorsorgen. Egal was kommt, freu dich über das Positive und nimm das Negative
als Lernaufgabe. Jupiter ist jetzt in deinem 12. Haus. Dies ist eine sehr spirituelle Stellung und du kannst dich jetzt tiefer mit dem Unbewussten verbinden. Es ist wirklich eine gute Zeit, um spirituell zu wachsen. Am 10. September haben wir dann einen Vollmond in den Fischen in deinem 11. Haus. Hier geht es darum, deinen Fokus auf das Thema Freiheit und Unabhängigkeit zu setzen. Auch sind Freundschaften jetzt wirklich sehr wichtig. Wenn du einen Traum oder ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest, wirst du nun ein großes Stück weiterkommen. Es ist möglich, dass dir gute Freunde Hilfestellung geben. Du kannst jetzt auf sie bauen und dein Projekt in Richtung Zukunft lenken. Am 25. September haben wir dann auch noch einen Neumond in der Waage und das findet in deinem 6. Haus statt. Ein Neumond steht immer für einen Neubeginn und in der Waage im 6. Haus steht bei dir alles auf Neustart im Bereich Arbeit und Gesundheit. Du könntest jetzt deinen Arbeitsplatz umgestalten oder sogar nach einer Gehaltserhöhung fragen. Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass du dabei erfolgreich bist. Im Bereich deiner Gesundheit könntest du nun eine Umstellung deiner Ernährung in Angriff nehmen oder dich einfach mal im Wellnesshotel verwöhnen lassen. Auch deine emotionale Gesundheit ist wichtig. Wenn du schon länger vorhattest, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, dann ist jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt dafür. Ja, das war's. Das war deine Vorschau für den Monat September. Ein Monat mit dem Fokus auf dein Selbstvertrauen und auf deine Gesundheit. Alles Gute dir, lieber Stier. Bleib im Vertrauen und mach das Beste draus.